Herzlich willkommen zurück zum Spaßfaktor Resident Evil 4. Wir haben eigentlich gar keinen Spaß, aber Spaßfaktor ist trotzdem irgendwie vorhanden, ne? Ich weiß auch nicht. So halb. Wir sind kurz vorm Ende des vierten kompletten Kapitels. Ich kann es doch Dingsens sagen, ich verstehe es ja auch. Also sei doch bitte ruhig, Mann. Und wir müssen jetzt gegen Salazar gleich ran als Endboss. Wir haben noch ein paar Sachen zu verkaufen. Wir können zum Beispiel, da wir nicht damit spielen, die Magnum-Munition verkaufen. Nein, das ist aber Magnum. Nee, bitte. Also ihr wisst schon, Magnum, das ist einfach nur so. Das ist halt cool. Wenn du Magnum findest, Digga, bist du OP. Aber ich spiele nicht mit einem Magnum deswegen. Und gibt uns ein bisschen Geld nochmal, was wir eh nicht brauchen. Wollte gerade sagen, das brauchen wir zwar nicht, aber wir haben es dann. Wir können ja noch gucken, was wir noch tunen können. Falls überhaupt. Wir haben ja die Blacktail, die können wir nicht mehr tunen. Wir haben die Striker, die können wir nicht mehr tunen. Das sind unsere beiden Hauptwaffen, kann man eigentlich so sagen, ne? Das Sturmgewehr Halbautomat bringt nichts, weil wir bald ein... Wir finden ein besseres, ne? So ein weißes, stimmt, ich ne? Wir finden sogar ein besseres Sturmgewehr. Aber es stimmt aber, ne? Ich bin nicht falsch, ne? Wir finden eine weiße. Ich glaub, wir finden sogar noch ein besseres, ja, du hast recht. Aber wir... Ich meine, wir benutzen es so selten, das oder? Lohnt sich ja, nicht stimmt. Unbedingt. Ja, stimmt. Ja, es lohnt sich jetzt ich mein, zumindest bei noch der nicht. TMP könnte man sagen, okay, wir verballern halt noch unsere ganze Munition. Wir könnten halt so gut, wie es geht. Wir könnten sie maxen. Ne? Zumindest die Feuerkraft so, ne? Was würdest du sagen eigentlich schon, ne? Ja. Kapazität, ich meine, 100 ist schon viel, also da brauchen wir... Es geht dann auf 150 hoch. Das ist viel zu viel. So viel Max-Muni haben wir gerade nicht, nee, also passt es. Finden wir... Gar wir nicht, könnten ja. uns noch mal heilen. Mhm, dachte ich auch gerade so mit dem gelben Kraut natürlich, ja. Weil es ist natürlich am Maximalleben erhöhen. Am besten so. Ne? Damit dann auch automatisch plus volles Leben. Genau. Sehr geil. Und ich glaube, wir müssen noch ein bisschen laufen und dann kommt Salazar. Glaube ich nicht, aber wir gucken einfach mal, was ja, mal kommt. Gucken, was kommt. Ich meine, ich bin erstmal so ein Ordnungsfreak und sortiere einfach mal ein bisschen, weil ich Spaß gerade dran habe. So. Wir haben dann eine Lücke dann bist du auch noch verdammt. Dumm. Und dann bist du auch noch dumm. Hat der gepasst. Bin ich ein Ordnungsfreak und dann bin ich einfach bin nur dumm, zu dumm dabei. Zum Ordnen. Wir laufen jetzt hier rein und gucken, was passiert. Ich ja, wir gucken mal. Vergessen. Kann sein, dass es jetzt auch ein Boss kommt. Ich habe keine Lust. Ich hoffe, ihr auch. Ja, er kommt. She left with my men to an island. What? I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy, welcome. So, ich werde das Ganze jetzt kommentieren. Bitte. Während du dich auf den Boss. Kurz Ruhe noch. Während du dich auf den Boss konzentrierst. Und zwar ist es relativ easy. Wir müssen nämlich das Auge treffen. Wir haben Salazar gerade eben gesehen. Der befindet sich dahinter dieser Panzerung. Nachdem man das Auge ein paar Mal getroffen hat. Falls. Sofern man es trifft, öffnet nämlich dieses Monster diese Panzerung, so wie jetzt. Ja, nein. Und wir machen es relativ easy. Und zwar switchen wir jetzt auf den Raketenwerfer, machen einen Schuss. Jetzt bist du dran. Wir versuchen sogar dabei, mit dem Raketenwerfer diese Scheißvieh zu treffen. Ich kann für nichts garantieren. Aber hey, wer hätte das gedacht? Wir equippen die Scheiße, ziehen so schnell wir können und haben verkackt. Da ist es. Habe ich getroffen? Habe ich natürlich nicht. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich will mich am liebsten gerade einfach nur töten.
Also, ich lass mich. Okay. Das habe ich total vergessen. Wir sind mit dem Maul von dem fetten Vieh. One hit. Wir sind einfach tot gefressen worden. Aber es ist okay. Solange wir schmecken, ist alles okay. Wir werden jetzt versuchen mit der Striker. Die hat einen größeren Radius, was die Schussrate anbelangt. Dementsprechend können wir aufs Auge schießen nochmal. Übrigens, wir haben gerade verkackt, falls es keiner gesehen hat. Also, wir haben verkackt. Ich würde jetzt sagen, eigentlich solltest du jetzt den Raketenwerfer nicht mehr benutzen dürfen. Doch. Mach jetzt, du hast doch eigentlich schon. Wenn es jetzt nicht mehr funktioniert, warte. Ich hab grad 5000 Mal Wenn es jetzt nicht gedrückt, funktioniert. Dann, lass ich die Scheiße. Er ist getroffen worden, ich bin so gut. Alter, war das. Peinlich, aber. Es hat funktioniert. So kann man den Boss ziemlich easy töten. Das hat uns jetzt gerade mal 30.000 gekostet. Mein Raketenwerfer kostet 30.000. Theoretisch findet man sogar einen im Kapitel davor, richtig, den man aufheben kann. Bis hierhin tatsächlich. Muss man aber nicht. Haben wir, glaube ich, sogar gezeigt? Ja, aber wir haben den vorher benutzt. Also weiß ich gerade gar nicht. Aber man kann ihn aufheben bis hierhin und ihr habt es gesehen, wenn man Salazar treffen würde, dann ist er ein One-Hit damit und also, der Bossfight ist vorüber. Also relativ simpel gehalten, das Ganze. Was auch gut ist, weil ansonsten, es ist ein ziemlich undankbarer Boss. Es ist ein richtig undankbarer Boss. Ich meine, ich habe ja gerade eben daneben geschossen. Man könnte auch sagen, es war beabsichtigt, war es aber nicht. Es war beabsichtigt. Aber es war beabsichtigt, okay. Man hat gesehen, du wurdest einmal getroffen von diesem großen, sagen wir mal, Fressmaul oder wie auch immer, so, von dem Dings da halt. Du warst einfach tot. Ich war full life oder so gut wie full life auf jeden Fall, 90% HP. Du warst einfach instant tot. So, und wenn man sich das mal in einem normalen Bossfight überlegt, ist halt schon hart, ne? Tot, du musst den, ist halt hart. Weißt du, vor allem, du hast keinen Einmal-Raketenwerfer und du musst den 70.000 Mal am besten mit der Striker, mit dem Sturmgewehr. Warte. Wir haben 30.000 ausgegeben für den Raketenwerfer, theoretisch, wenn man ihn gekauft hätte. Und man würde hier 50.000 bekommen. Also es ist immer noch ein Gewinn von 20.000. Somit ist der Raketenwerfer definitiv an der Stelle. Und davor ist ja ein Händler. Mhm. Ist auf jeden Fall sein Geld wert. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also für den, ich würde die Strategie auf jeden Fall so weiterfahren und die benutzen wir ja immer. Ah ja, natürlich. Wenn wir das Game mal spielen. Bei dem Boss. Ich meine, wenn du mal guckst, wie viel Gold du so findest, weißt du, immer so 1.000, 1.800. Vom jetzt 1000, zu diesem 1000. Zeitpunkt des Spiels, ne, findet man halt richtig viel. Man hat Geld eigentlich noch immer genug von diesen Peters Gold, Goldstücken, Goldmünzen, nennt's wie ihr wollt, Goldtruhen, Goldschätze, wie auch immer. Ich will ja nicht runter. Wir müssen runter. Denn hat jetzt endet das Kapitel. Und wir fahren jetzt an Schlange. Ah! Oh, ich hab so viel Leben verloren, Alter. Wir fahren jetzt auch zu dieser Insel, glaube ich. Jetzt schon direkt, ne? Wir fahren gleich. Ich meine, gleich, Kapitel, ne? Hat ja nicht kommt so was? Weit davor. Ja, da kommt noch ein bisschen was. Ich erinnere mich noch an einen. Da kommt noch ein bisschen was, habe ich gesagt. Boss, den wir, glaube ich, noch nicht hatten. Sofern der kommen sollte, werde ich Bescheid sagen, ob es der Boss ist, den ich meine. Ich weiß es aber nicht. Ich bitte darum, ich weiß nämlich auch nicht, was du meinst. Es kommt, also ein Boss. Das wäre nicht schlecht so. Ein Boss habe ich noch im Kopf, der noch kommt. Der auch. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht der ist, den ich denke, dass es der ist, aber es wird wahrscheinlich der sein, den ich denke, dass es Schauen der wir mal. Sein wird. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt keinen Raketenwerfer mehr. Das heißt, wir kaufen keinen mehr. Wir können aber tunen. What are you buying? Nice. Auf jeden Fall die Blacktail Feuerkraft Max. Kapazität Max. Und? Explosiv heißt, wir können die Feuerkraft nochmal über die Grenzen der Waffe hinaus. Das heißt, wir gehen von 3,2 auf. Ach, ich glaube 3,5 oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist richtig viel. Also, das ist richtig, richtig, richtig viel. Für eine Pistole. Holy shit. Für eine Pistole ist das brutal viel. Wenn wir gucken hier, Feuerkraft, ein Level von der Striker. Also wir haben jetzt nur noch 163.000. Wir geben jetzt ziemlich viel für Upgrades aus. Weil für viel mehr brauchen wir das Geld. Zu diesem Zeitpunkt des Spiels, weil jetzt kommt das letzte Kapitel, brauchen wir nicht mehr.
So oder so nicht. Also gucken wir noch, ob wir noch eine Medi-Dingens kaufen. Genau. Was Safe Spray. Safe Spray. Ich hoffe immer noch, dass wir bis zum Ende des Spiels die Striker auf Maximum kaufen können. Also maximal Tuning, was eben so drin ist, so, ne? Doch, auf jeden Fall. Ich meine. Ja, ich glaube, das geht sogar wirklich. Es sollte eigentlich drin sein, ne? Ich glaube, am Ende kann die sogar bis zu 100 Muni drin haben, als ja, Schrotflinte. Weil die als exklusives Bonus-Upgrade Kapazität bekommt. Und ich glaube, 100 ist Maximum bei ihr. Ich glaube auch. Ne? Was ziemlich hart ist. Das ist richtig viel für ein Schrotgewehr, muss man sich mal überlegen. Allein jetzt, ne, hat sie, glaube ich, wie viel? 20? 20. Und auch 25, das ist schon brutal 20, viel für die Stärke der Waffe. Oh. Need a ride, handsome? Okay. So, das war Ada. Okay, die kennen wir sogar. Die kennen wir, die haben wir schon ein paar Mal getroffen. Die kennen wir. Und das ist das Ende von Kapitel 4. 4-4, wenn man genau sein will, beziehungsweise auch vom vierten Gesamtkapitel. Und das nächste Kapitel ist dann 5-1. Das letzte Gesamtkapitel. Alter, das heißt, was heißt, wir landen jetzt, soweit ich weiß, auf der nächsten Insel. Also da, auf der letzten Insel. Die Ashley mit, genau, die letzte Insel, wo jetzt Ashley gefangen wird. Da wird es viele coole Aktionen geben jetzt. Nein. Als Zuschauer würde ich sagen, ja. Ja. Ich würde fast sagen, Leon hatte gerade ein bisschen Gesicht im Haar. Aber das wäre nur meine Meinung gewesen. Hatte er nicht. Women. Ey, der verschwindet hier. Es gibt, glaube ich, sogar eine zweite. Ich bin mal kurz ruhig noch. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Was wollte ich sagen? Genau, es gibt, glaube ich, sogar einen Spielmodus, wo man Ada spielen kann. Tatsächlich, wo man halt ihre Story so ein bisschen mitbekommt, der ganzen Dinge hier. Habe ich, oder haben wir, glaube ich, tatsächlich nie gespielt. Ich glaube mal angefangen. Nee. Aber ich finde den Modus etwas härter, etwas schwieriger zu spielen. Weil, glaube ich, ein paar mehr Gegner auch da sind. Also es spielt alles so ein bisschen parallel zu dem, was man mit Leon spielt. Man muss aber dazu sagen, ich meine, das Spiel kam ja zum Beispiel auf der GameCube raus. Ne? Und das, was wir jetzt gerade meinen mit der Ada Wong, dass man mit der spielen konnte, war, glaube ich, nur auf der PC-Version, auf der Steam-Version. Nee. Meinst du? Ich glaube, die PS2-Version hatte das auch. Echt cool. Bin mir aber nicht zufällig, aber ich glaube, ja, sie hatte das. Da hatte ich da ein bisschen was mit Passion, ne? Also ich war ja nicht unbedingt mit dabei. So. Ja, ja. Aber es aber ist, nicht ist jetzt schlimm, nicht, nichts, was man spielen muss, nur als Information für die Leute eben, ja, dass man Ada auch theoretisch spielen kann. Und das Ganze dann halt parallel zur Leon-Story spielt. Ab und zu treffen die sich auch, so wie jetzt gerade auch. Und das passiert dann eben in Adas Spieldurchlauf natürlich auch. Wir sind jetzt auf der Insel. Ja, du hast recht. Du hörst ja nichts. Ich höre nichts. Sei einfach froh darum. Man hört mir wieder Ashley, wie sie ruft. Ah, oh, nee. Leon, help. Von das Lustige ist. Das Lustige ist, wie weiß sie, hat sie wirklich Leon gerufen? Ich hab's nicht gehört. Leon, help, mal wieder. Ich frage mich, wie immer. Woher weiß sie, dass wir... dass wir da sind? ...überhaupt eine Nähe sind? Weil wir sind. Immer da sind. Ja, okay, das kommt automatisch. Ich habe gerade extra darauf geachtet, dass ich nicht... Ja. Oh mein... Aber es kommt automatisch und jetzt kommen die ganzen Gegner. Ich hasse diese Stelle. Übrigens, mein Kollege, dieser Typ da, der auch redet, hat gesagt, Akt 4 ist hässlich. Ich persönlich finde, Akt 5 ist richtig hässlich. Aber nee, wirklich. Also Akt 5 ist schon hier allein wegen ihm hier ziemlich lustig. Lustig, ja. Das ist nämlich Mr. Kanon Joe. Ich glaube, er heißt sogar so, ne? Können wir uns darauf einigen, das ist der Kanon Joe. Wir können uns darauf einigen, ich weiß nicht, was sein Name ist. Oh, fuck, egal! Oh mein Gott, das wollte ich jetzt nicht.
Ich wollte nicht vor seiner Fresse spawnen hier. Da kannst du auch bitte eine Waffe ausrüsten. Nein, will ich nicht. Ich will nicht. Opa. Waffe hier. Ah, der hat mich getroffen durch die Wand durch. Und er hat nicht nur dich getroffen, sondern auch den Typen vor dir. Ich hab's gemerkt. Den er gekillt hat. Mit dem Schuss. Vielleicht könnt ihr hinten dran stehen und warten, bis er seine eigenen Leute abgeknallt hat. Du könntest ihn auch heilen und ihn töten. Ich könnte mich heilen. Aber ihn nicht töten. Ihr Parasiten. Das war natürlich klar, dass ich den einen nicht getötet habe. Aber wir haben genug grünes Kraut, um zu sagen, okay, wir benutzen ein volles, dreifaches grünes Kraut, um uns vollständig zu heilen. Um den jetzt zu töten, oder? Was ist dein Plan? Nein. Ich glaube, es ist unnötig, den zur Strecke zu töten. Nee, leider nicht. Wir müssen, also, wir müssen ihn nicht töten. Da hast du recht. Also, man muss ihn nicht töten. Meinst du, es würde aber jetzt vieles einfacher machen. Nee. Wir müssen nämlich jetzt, glaube ich, nur so ein kleines Lichträtsel lösen. Das kannst du machen, wenn du hochgehst gleich. Mhm. Wenn er aufhört zu schießen. Nee, hoch. Ja, ich rede doch mal. Zu schießen. Ja. Okay. Ich rede bestimmt nicht, Alter. Das genau, hier haben wir nämlich... Gun, Alter. Hier haben wir dieses Lichträtsel. Ja, doch. Reflektor. Eigentlich ist das Rätsel... Das und zwar muss man... Ich kann es auch erklären. Ja, mach mal. Die Reflektoren muss man so drehen, dass man, wie man hier sieht, mit dem Lichtstrahl, der von dem ersten Reflektor im Prinzip ausgeht, so die Spiegel dreht, dass man die erste Tür, beziehungsweise das, was man hier rechts im kleinen roten Kreis hier nebendran sieht, mit dem Licht trifft. Also ich glaube, so wie ich es gerade gedreht habe bis zum Ende, könnte es gut sein. Wir schauen könnte. Mal. Das Ding ist, wir haben den Lichtstrahl jetzt noch nicht, der uns dann dementsprechend sagt, ob wir richtig sind oder nicht richtig sind. Genau. Das fehlt jetzt leider noch, aber wir sind ja... Am Anfang dieser Insel. Wollte ich gerade sagen. Ich habe keine Lust. Aber, ich weiß die Reihenfolge der Spiegel natürlich auch nicht mehr. Ich mach's gerade so aus dem das Ding Gefühl ist, raus. Dass wir erstmal das Licht hier brauchen. Auf der linken Seite der Tür. Solange das nicht aktiviert ist, warte. Können wir jetzt noch nichts machen. Hier nach rechts. Ich glaube, du hast. Oh Gott, du meinst, ich brauche das erst zur Tür? Ich glaube, ja. Also wir müssen das Licht erst aktivieren, damit wir dann eine Richtlinie haben. Ich hab das total vergessen, Mann. Ich weiß. Aber hey, wir sind ja... unterwegs sind wir hier. Einmal kurz hoch. Geh mal da drin, genau. Prüfen, ja, da ist es nämlich. Und? Haben wir Glück? Oh, nein, haben wir natürlich nicht, Mann. Das ist ein YOLO Swaggly YOLO. Ja. Wo lauf ich hin? Oh, renn mein Leben. Was meinst du, wo das Licht ist? Dein Leben? Um mein Leben? Um mein Leben herum oder andersrum? Nein! Du musst, glaube ich, erstmal wieder das Erste machen, weil das Erste haben wir schon falsch. Oh, Leute, ich bin hier. Du bist fast richtig. Du bist fast... Ja, ein bisschen weiter rechts. Ja, fast nicht so weit. Umdrehen wieder. Beim Ersten hast du gerecht. Ja, ich meinte den anderen Ersten. Du meinst den zweiten Ersten, nicht den ersten Ersten. Töte ihn! Jetzt kannst du ihn aber auch töten. Das will den killen. Oh wow. Oh lol, so easy. Ja gut, wir haben die Blacktail hat aber auch hart. Ah, halt dein Maul, Scheiß haben wir getan. Wir haben gar nichts getan. Ja, okay, du hast recht. Wir haben die schon schön hart geupgradet. Nicht jeden, das bringt nichts. Warte, das erste ist falsch. Ja. Das zweite. Beide sind falsch. Das ist falsch. Das bringt nichts, wenn du das jetzt drehst. Du musst es danach nochmal drehen. Aber warte mal kurz. Das Licht trifft dich doch gar nicht. Du musst das Ding schon drehen. Meine Güte. Du musst das andere schon zuerst drehen, um dann das zweite nochmal nachzuschießen. Ihr wisst ja schon, Jungs, ne? Oder Mädels oder wie auch immer. Dass du deinen Schnauzen halten sollst. Ich sollte eigentlich meine Schnauze halten und bin eigentlich immer nur dafür, dann alles falsch Mann, zu machen. Mann, ja, wenn ich jetzt in Zukunft hinläufst. Ja, wo ist... Ein Stück rechts, ja, jetzt ein bisschen links. Ja, jetzt ein bisschen rechts, die Leiter hoch. Ich bin so gut, dass ich so schlecht bin, dass ich wieder gut bin, dass ich so schlecht bin. Ihr wisst schon. Hinter dir nur 20 Gegner, aber das spielt ja keine Rolle. So, jetzt musst du so weit drehen. Wenn ich das so drehe. Ja, ein bisschen weit. Ich drehe so. Ja, so. Lass so.
Lass so. Ah, du bist ein Perfektionist, sagst du? Nee, gar nicht. Oh mein Gott, bist Perfektionist. Nur falls das andere jetzt zu weit drehst, könntest du aus dem Lichtstrahl, ne, du you know. Schon okay, Perfektionist, schon okay. Kein Problem, du stirbst ja nur. Das ist schon okay. Muss ich jetzt, während du sagst, ich muss es so und so drehen, full life sein, oder ist es okay? Mach, du musst ja spielen, also Hauptsache du schaffst es irgendwie. Ah, drei Balken ist irgendwann easy, sagst du. Guck mal. Genau, jetzt drehst du nämlich den. Wir treffen den. Wir wollen aber nicht treffen. Also treffen wir nicht. Ding. Easy. Geht doch. Das Tor ist offen. Und das war jetzt nur das erste kleine Rätsel auf dieser Insel. Die erste minimale Schwierigkeit, die uns das Spiel auferlegt hat. Schwierigkeit. Alles war so easy, Ich weiß gar nicht, was du hast. Wo ist der Weg? Ja. Nein. Nee. Jetzt geradeaus dann. Hier meinst du? Nee. Ah, da, diese. Hier jetzt eigentlich dann komplett durch und bist du da. Aber du kannst den safen Weg nehmen. Oh, du läufst mit 15 Gegner. Ja, aber nee, ich wollte nicht. Oh, und dann die Treppe natürlich nicht hoch, das ist ganz wichtig. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, die Treppe nicht hochzulaufen. Und jetzt kommen wieder ein paar Gegner. Nein, tut er nicht. Stimmt. Erstmal nachladen, ein Schuss. Ein Schuss insane, ja. Kann man gebrauchen. Also jetzt mal ohne Scheiß kann man sogar wirklich gebrauchen manchmal. Nice Kraut. Kann man so richtig. Da ist so. Ah, nee. Nee, aber da ist noch eine Kiste, die du einfach stehen lassen. Brauche ich nicht. Okay. Da war eine Muni drin oder so. Scheiße. Oh, wow. Ich hasse den Gegner. Ah, das sind so viele von diesen. Oh, lol. Mal drüber springen. Cool. Und what? Ich schiff. Und der wirft dich einfach komplett durch den Raum. Noch nicht, aber wenn du jetzt noch heilst, dann bestimmt. Oh, hey. Wow. Cool. Wir haben 5 grüne Kräuter. Wir können nochmal genau so und dann einmal so und dann diese. Sehr gut. Wir müssen doch darauf achten, dass wir noch 2 grüne Kräuter und einen Erste-Hilfe-Spray haben. 2 Erste-Hilfe-Sprays haben. Oh, Leute, oben ist ja auch noch eins. Ja, ich bin easy safe hier, ey, danke, dass du mein Retternot bist. Je nachdem, wie du noch spielst, ne? Also. Verdammt. Will keiner wissen, glaube ich. So. Kann hier jetzt theoretisch noch hoch. Ich weiß gerade nicht, wie insane das hier irgendwo ist. Will ich auch nicht. Oh. Wir gucken mal kurz. Hä? Ja, bitte, weil ich bin verwirrt. Weil hier ist nur ein Bonus. Meinst du? Ich glaube nicht. Ich glaube so wirklich nicht. Du kamst gerade von da unten. Das ist so complicated hier, was so rumläuft. Ja, wir hätten den Gegner töten können. Wir müssen aber hier kann hier rüberspringen. Springen. Okay, wir gucken nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt hier drüben. Wir sind sehr gut dabei. Dementsprechend, wir laufen jetzt nach oben, ein Stück nach oben, nach rechts, nach oben, dann wieder nach rechts, dann ist die Tür verschlossen. Dann gucken wir, was da so passiert und dann, wenn wir mal Spaß haben. Ich hab keinen Bock. Wohl einen Schalter aktivieren. Ich glaube, hier kommt gleich auch einer, der hat einen Raketenwerfer. Wahrscheinlich der direkt vor dir ist und jetzt schießt. Ja, der ist also so vorbeigeschossen. Oh, wow. Oh mein. Und der auch noch. Nicht. Oh nein, bitte schieß aufs Fass. Nein, schieß aufs Fass. Der tut's. Schieß aufs Fass. Der tut's. Schieß aufs Fass. Nein, wollte ich gerade. Pisser. Ja, tschüss. Ich weiß, wollte ich sogar gerade wirklich. Aber ja, der war zuerst da. Ich wollte nur sagen. Toll nicht. Entschuldigung. Bitte, Prince, please. Wir sind hier in diesem Bonusraum. Sackgasse. Sackgasse. Wir gucken nochmal kurz auf die Karte. Ja, und da sind wir jetzt. Oh, wow, das heißt, ich laufe ein bisschen nach links, dann kann ich vielleicht nach unten springen, ansonsten muss ich allen Dinger, also den kompletten. Wir können erstmal die Gegner töten, ne, weil. Ja! Ich bin Nummer 1 im Ziel! Nicht. Da bringt die Gasmaske aber auch nichts. Ne? Nee, wenn er einen Elektrostab. Ich. Hab einen Parasit im Schädel, Alter! Parasit! Hat der Maul! Nein, Freunde! Ich will wirklich nicht. Ich hab keinen. Ich will echt. Oh, der hat auch noch einen. Ja, Mann. Der hat eine Bombe? Ich will auch nicht. Oh, ich wollte mich nicht. Das war ein guter Schuss. Es war ein kleiner Luckshot, muss ich also jetzt mal. Das erste Mal hinzufügen. Es war ein Luckshot. Tür zu. Da ist ein Schalter. Drücken, ja. Ach so, ja, gut. Okay, cool. Ich dachte, da ist noch ein zweiter, so, was ist das? Aber cool. Ah, nice. Händler.
Händler und Speicherpunkt. Das heißt, wir sind schon mal safe, Alter. Wir sind richtig safe. Wir können erstmal verkaufen. Wir behalten die Granaten. Ich habe vor kurzem erst ein paar Granaten verkauft, aber wir behalten die erstmal, weil vielleicht können wir die sogar wirklich noch gebrauchen. Genauso wie hier, sowas wie Smaragd. Die Augen natürlich, ganz klar. Na, ja, easy, komm. What are you buying? Oh. Man kann sogar Karten kaufen für die Insel. Gucken wir gleich mal, was hier so für Schätze rumliegen. Bis auf die Killer 7, die die stärkste Magnum hier im Spiel ist. ich überlege mir gerade, die zu kaufen, Mann. Nee, ich glaube nicht. Wir haben die ganze Magnum-Munition schon verkauft. Ja, ich weiß, es ist so. Aber bestimmt eine sehr gute Idee von dir. Natürlich, immer. Ich habe die besten Ideen. Was ist los mit dir? Oh, oh nice. Nice. Wir können die Striker endlich wieder upgraden. Feuerkraft. 40.000. Wir sind ein bisschen knapp im Geld. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir. Ja, halt gucken, dass wir dann noch Geld ein bisschen aufheben für die Striker dann beim nächsten Mal ungefähr. Wir können auch die Maximal-Munition verkaufen, die wir dann die Striker voll haben. Dann haben wir jetzt eh die Schatzkarte. TMP-Munition verkaufen. Keine Ahnung. Wir brauchen schon Striker, wenn wir Striker-Munition. Ah, ne, warte mal. Wir brauchen schon Blacktail, wenn wir Striker voll upgraden können. Das sind 182.000. Das braucht doch keinen Schwanz. Was ist los mit dir? Easy verkaufen wir die Striker. Ne? What are you buying? Nein, können wir nicht, du hast recht. Okay, dann denke ich, können wir jetzt speichern und dann auch die Folge beenden. Trifft sich eigentlich jetzt ganz gut beim Speicherpunkt wieder hier einen Schnitt zu machen. Oh, auf jeden Fall, ja. Und ja, mal gucken, beim nächsten Mal werden wir hier jetzt das Innere der Insel ein bisschen näher erkunden und Ashley kommt ja auch bald wieder. Und dann auch das Ende des Games, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, das war's soweit von uns. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!